Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von, ich wollte gerade TBP sagen, nein, von Guild Wars 2. So, wir werden jetzt heute, wie gesagt, mal hier in diese andere Richtung. Wir haben schon ziemlich viel hier erkundet. Wir haben uns mal gesagt, ja, hier ist ja nur ein erforschtes Gebiet. Gebiert, Junge! Hier ist ein erforschtes Gebiet, geht doch mal da schauen. Ja, wir erinnern uns, hier warte diese Höhlenfledermaus, mit der wir es auch diesmal aufnehmen können. Ah, der und schon ausgewichen. Ja, jetzt habe ich hier diese Raupe noch aufgeweckt und der denkt gerade, scheiße, der wird ein bisschen etwas gegen mich. Hab ich auch gerade. Okay, kann ja sehen, das Gebiet ist ja hier auch noch relativ groß. So, da ist ein Wegpunkt, den wir haben uns gleich, da ist ein Heldenpunkt und ein Panorama. Wollen wir uns jetzt gleich alles. So, ihr seht schon kommen. Jawohl. Ha, ausgedreckt. Du hast keine Feinde. Und deswegen erleide ich dich von deinem Blues. Boah, mein Deutsch heute wäre gut. Mein Logik exponentiell gut. Ich hab, was habt ihr euch jetzt eigentlich hier alles vom Steam Sale geholt? Das ist ja jetzt gerade der Steam Half Sale. Ich weiß gar nicht, ob der noch läuft, wenn die Folge raus ist, dürfte eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr. Ah! Boah, das Verfahren ist voll geil. Und das war kann man richtig schnell kann, ja, und das war ein Auto-Attack zu viel, aber wir. Aus und Luft weggebürstet. Was sagt unser Inventar? Kompakt. So. Ich würde eigentlich ganz gerne mal warten, bis wir eine ordentliche Waffe haben. Und zwar werde ich dann eine sogenannte Transportationsladung verwenden, um den Stab ein neues Aussehen zu verleihen. Wie das genau funktioniert, erkläre ich dann aber. So, dann sind wir jetzt hier im neuen Gebiet. Ah, hieran erinnere ich mich. Alpha-Mörser. Komm, die werden wir schnell verfackelt. Ja, das ist jetzt so ein bisschen was, was hier länger dauert. Und hier haben wir auch einen Atomflüchtling, der ganz schön ausgeschaltet wird. Beleben dann jemanden hier wieder. Ja, während des Kampfes geht das natürlich etwas langsamer, außerhalb ein bisschen. Sehr, sehr viel schneller. Oh, Kumpel ist wieder auch rein. Das war ja einfach. Die Wände war erfolgreich. Yeah. Ey, nix peitschen. Nix. Ich stehe zu euren Dienst. Das aktivieren wir mal, damit wir zum Krieg. So. Der Alpha wird jetzt den Kopf aufgeschnauzt. So. Ah, die Leistung für dich heute wieder relativ schnell. Kann sein, dass ich auch bald mal hier schon was noch Architekturelles zeigen werde. Als die Panoramen. Wenn ich jetzt denke, er hat einfach gesagt, dass jetzt angefangen ist, dass ich spiele. Muss ich mich korrigieren, daran hatte ich gar nicht mehr gedacht, weil ich diese selten mache. Es gibt noch was Angefangenes. Ja, konnte ich mal nichts looten. Ihr seht mich nicht und ich bin wieder da.
Ja, gleich die. Ich glaube, die erste Folge lade ich dann heute sogar noch hoch für morgen, dass ihr eure Folgen kriegt. Und ich werde das echt wieder so im Wechsel machen. The Binding of Isaac irgendwie. Ich hätte echt gedacht, dass ich das Spiel öfter spielen werde, aber irgendwie ist bei mir echt die Luft raus bei dem Spiel. Ich bin am Schauen. TBP können wir momentan nicht richtig aufnehmen, weil es da ordentlich Probleme gibt mit dem Server. Ich glaube, da wird aber, wenn es wirklich jetzt zum gezwungenen Ende kommt, nenne ich es jetzt mal, werden wir dann noch die Infos machen. Ich glaube, da würde ich es einfach so dann schauen, dass ich einen Modpack mal mache. Ich werde aber glaube ich wieder dann irgendwas Technikmäßiges machen. So. Komm. Um uns die letzten Erfolgsleistenpunkte hier nochmal durch. Das und haben wir sehen im Moment ein neues Level. So. 60 Kupfer und 120 Karma und Stufe 7. Angeschlagen, Fertigkeit 2 freigeschaltet, Panoram freigeschaltet, die hatten wir vorher schon. Die Schwarzlöwen-Handelsgesellschaft haben wir freigeschaltet und das Rüstung reparieren. So, Stufe 10 kriegen wir dann, ah, da kriegen wir den Waffenwechsel. Persönliche Geschichte freigeschaltet, Heldenpunkte und Meisterwerk-Ausrüstung. So, was ist die Schwarzlöwen-Handelsgesellschaft? Da stelle ich mich jetzt mal... Ja, hier bin ich was sicherer. Stell ich mal hier so hin. Jupp. Da gehen wir jetzt gleich hier drüben hin. So. Die Schwarzlöwen Handelsgesellschaft. Hier ist hier schon die ganze Zeit so ein Ausrufezeichen. Da klicken wir mal drauf. Schwarzlöwen Handelsgesellschaft. Wir können uns jetzt hier jede Menge Zeug kaufen. Aber vieles hiervon kostet auch Edelsteine. Und Edelsteine ist die Ingame-Währung, die man für Echtgeld bekommt. Oder für das, was ich auch am genialsten an diesem Spiel finde. Über das erfarmte Gold, was wir hier haben. Je mehr ich hier draußen sehe, also 77 Gold wären jetzt zum Beispiel 400 Edelsteine. Hätten wir danach noch 21 Gold. Wenn wir mal so schauen, was wir mit Edelsteinen so alles kaufen können. Wir könnten hier Schwarzlöwen-Thronschlüssel kaufen oder Steine der mystischen Schmiede. Das ist alles Zeug, was wir geil finden. Ups, sorry, da bin ich gegen mein Mikro gekommen. Ja, Mini könnten wir eigentlich mal kaufen oder Lenkdrache bringt uns noch nichts. Das ist von dem DLC momentan nur was. Upgrades, Staffel 2 der lebendigen Welt. Das würde ich sogar mal dann wirklich kaufen. Ich würde sagen, das farme ich mir irgendwann mal zusammen. 77 mal 4, 7 mal 4 ist 2. Jupp. Müsste ich ca. 300 Gold farmen. Mache ich dann irgendwie mit meinem anderen Charakter, wenn ich mal Glück habe. Okay. Dann rennen wir jetzt aber mal hier weiter. Denn hier drüben haben wir noch ein Panorama, was unentdeckt ist. Und ich glaube, da erinnere ich mich auch sogar schon. Und da müssen wir aufpassen, da sind zwei Pörscher, die wir aber... Man weiß nicht, schon relativ fertig machen. Zumindest ein. Der kein Loot gibt. Puh. Winzige Dornbeutel, wir haben Buddha. Alle Materialien lagern. So. Ja, das war hier, wo ich das dann gemeint habe. Hier haben wir einen Dschungelwurm, Junges. Da gehen wir ganz, ganz ruhig dran vorbei. Na, wie kam ich da jetzt mal hoch? Und die Dschungelwürmer lassen wir hier mal in Ruhe. Hallo? Wie kam ich da jetzt nochmal hin? Ich vergesse es immer wieder. Alter, 10 Minuten, das ist echt unglaublich. Oh, da ist diesmal ein anderer online. Also, ihr merkt schon, meiner Truppe ist Guild Wars ziemlich beliebt.
Oder war... Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Ich dachte, ich würde jetzt raufgehen. Na, finde ich halt relativ gut, dieses Ausweichen. Schnell ausgelöst. Oder war das hier on? Da war das. Jo, Bitch, was geht? Ah, nächste Stufe haben wir schon das freigeschaltet. Okay, dann... Ich glaube, da habe ich es jetzt gerade gesehen. Ah. Ein Riesenreiter. Ja, das Spiel hat schon echt kreative Monster entwickelt. Mächtiges Zepter. Es ist besser als unseres. Das rüsten wir doch mal direkt aus. So. Und ich hatte recht jetzt gerade. Ich muss hier entlang gehen. Und so, jetzt sind wir hier erstmal ein bisschen stärker. Das meinte ich, das kann ein bisschen verwirrend sein. Und wir gehen schnell hier ran, sehen uns das an, brauchen nicht mehr. Und verschwinden wieder. So, ich bin gerade am Schauen. Wir werden mal jetzt kurz hier entlang gehen. Da ist die Heldenherausforderung. Das läuft ja jetzt wie am... Wie soll das sein? Ja, und ich merke schon. Oh, ich war einfach zu impotent. Kommunizieren! Halten wir Zwiesprache mit diesem Ort der Macht. Und wir haben einen neuen Heldenpunkt. So, dann gehen wir jetzt aber auch dieses Mal wirklich. Oh, da ist ein Veteran. Das ist erfrischend. Ein Veteran ist noch stärker. Gibt aber dafür mehr Erfahrung und kann guten Loot abgeben, aber dieser anscheinend nicht. War wohl ein Geizhals. Was haben wir nur, wenn sie... Ah. Der fragt jetzt gerade, wann hier der Weltenboss wieder respawnt. Bin ich mal gespannt, vielleicht schaffen wir das sogar. Bin mir gerade nicht sicher. Normalerweise spawnen hier so im Stunden bis 2 Stunden Takt. So, da vorne ist die Wegmarke auch schon. Nein, nein, lasst mich in Ruhe. Oh. Helft Lavendel zu sammeln. Junge, Junge, das Gebiet ist echt groß. Aber wir haben es schon zu 33% entdeckt. Ja, da könnten wir noch was machen. Könnten jetzt hier die Aufgabe noch vielleicht das holen? Ja, das ist noch eine gute Idee. Entschuldigt, verzeiht. Auf ein kurzes Wort? Nein, auf kein kurzes Wort. Schaufel. Okay. Kaledonen-Lavendel. Aufheben. Da ist ein Sandhaufen. Oh oh. Ja, super. Genau das, was ich vermeiden wollte. Dann müssen. Ah, oh, der nächste wird angegriffen. Nein, Moa. Böses Moa. Aus. Pfui. Was hast du? Ja, ich weiß, ich hab deinen Kumpel ausgeschaltet. Aber Alter. Ne, jetzt musst du nicht so ankommen, ne? Die habe ich getan. Mächtige Lehrlingshandschuhe.
Ah, genauso gut wie unsere jetzigen. Nein, sie der Krebs. Sehr schön. Ein Grassack. Bleiben wir mal kurz zu dem hier, der wird uns... Lass dein Unrecht nie zu Bösem reifen. Ich stehe zu euren Diensten. Hallo? Wo soll ich das jetzt abliefern? Okay, dann lassen wir das mal so sausen und machen einfach die normalen Aufgaben hier weiter. Finden wir hier wieder einen Einsiedlerkrebs. So. Kaletonenlavendel. Ja, denkt auch immer dran, die Aufgaben, also wenn ihr das Spiel jetzt anfangen würdet, denkt doch dann immer dran, hier die Event-Items, hier diese Aufgaben-Items dann auch abzugeben. Weil da gibt es dann nochmal Leistungsfortschritt, das müsst ihr bedenken, es gibt ja jetzt schon mal was. Aber nein, 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 nein. Krebs. Was? Flop. Flop, flop. Und dann ist da. Wenn er im Wirkungsbereich wäre, haben wir ein Großschwert bekommen. Großschwert könnt ihr vielleicht irgendwann mal meinen Zweitcharakter zeigen. Also mein Hauptcharakter. Ich glaube, wenn ich den Level wendel, dann. Das könnte reichen. Oh, ein Skull. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Geben wir jetzt nur noch den Lavendel ab. Und dann müssten wir... Vielleicht sind wir schon... Ich bin mächtig! Ja, du bist mächtig. Vielleicht sind wir dann schon Stufe 8. Würde ich aber diese Folge mal ein bisschen früher beenden. Ich weiß es noch nicht. Ja. War aber keine Stufe 8. Ah, da fehlt noch was. 64. Gehen wir jetzt erstmal schnell da ans Ende der Straße, das kommt das Level, machen wir jetzt noch fertig. Schmerzvolles Tal. Das war gerade unsichtbar. Oh. Das hat nicht so gut funktioniert. Ich renne da jetzt einfach durch, ich ignoriere die mal. Ja, morgen spiele ich auch hier bei der ESL Guild Wars 2 Pro League dabei. Kein Witz jetzt. Ja, okay, doch. Und das haben wir geschafft. Und dann machen wir zum Beispiel unsichtbar. Damit wir gut entkommen können. Ah, da fehlt jetzt nur noch das da. Dann brennen wir einfach. Alter. Ah, ausgewählt. Wir rennen da jetzt querfeld ein. Dann möchte ich was blocken. Ah, da ist noch ein Aussichtspunkt. Dann. Je nachdem, was er noch nicht reicht, danach sollte das wirklich dann reichen. Also mit dem Aussichtspunkt. Ach, hier sind Löwengardisten. Okay. Wo sind wir denn hier? Wir sind in der Bucht Freistadt. Okay, das reicht dann echt noch nicht. Dann hüpfen wir hier nochmal rauf. Und dann schauen wir es nochmal an. Und jetzt haben wir es. Das ist ein schlechter Witz. Gibt es hier irgendwo echt noch... Okay, wir gehen noch zu der Wegmarke. Danach sollten wir es aber echt geschafft haben. Weil das kannst du nicht erzählen. Das sind jetzt noch 60 Erfahrungen. So. Diese 60 Erfahrungen, die kriegen wir da jetzt noch. Kostet es, was es wolle. Ja, wir wollen
Vielleicht können wir sogar die Map hier auch auf 100 machen. Ich weiß es gar nicht. Oder wir machen einfach so ein paar Gebiete, worauf ich Lust habe. Später wird es auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass wir die letzten drei Gebiete werde ich auf jeden Fall zeigen. Ja, komm, ich mach mal unsichtbar. Komm, ihr seid schon angeschlagen, ihr seid... Blub. So, habe ich schon gerne geholfen. Oh, wir sind im 8. Gebiet. Wir könnten also noch schnell hier Probleme kriegen. Das wusste ich gar nicht, dass man hier das auch umändern kann. Und wir haben es geschafft. Stufenaufstieg. Wir sind Stufe 8. Oh nein. Unterwasserkampf freigeschaltet und Waffenfertigkeit 5. Joho. Okay, letzte Fähigkeit haben wir bekommen. Trügerische Magier. Er schafft eine Illusion, die Gegner verbrennt und verbündete. Aber wir müssen von den Feinden anvisieren. Auf jeden Fall, ich würde dann sagen, ich beende jetzt diese Folge und für mich schaut diese Aufnahmesession. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, eine Kritik. Alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ich habe versagt. Die Untoten sind.